Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Neues Infektionsschutzgesetz beschlossen, Wasserwerfer bei Corona-Demo und Fahndung nach weiteren Juwelendieben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 18. November. Der Bundestag hat mit großer Mehrheit eine Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet. Damit sollen die bisher per Verordnung erlassenen Corona-Maßnahmen gesetzlich untermauert und damit rechtssicher gemacht werden. Zuvor hat es von Seiten der Linken, der FDP und der AfD heftige Kritik an der Neuregelung gegeben. Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle und der CDUler Stefan Müller berichteten auf Twitter, dass Unbekannte im Bundestag versuchten, sie einzuschüchtern. In den Tweets heißt es, dass diese Personen von der AfD in den Bundestag eingeschleust wurden. Die Polizei ist unter anderem mit Wasserwerfern gegen Teilnehmer der Corona-Demo vorgegangen. Tausende Corona-Leugner, Rechtsextreme und andere Gegner der Corona-Politik haben am Mittwoch im Rahmen der Bundestagsdebatte zum neuen Infektionsschutzgesetz in Berlin demonstriert. Da die Demo-Teilnehmer sich konsequent nicht an die Auflagen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, hielten, sei man laut Polizei gezwungen gewesen, ab 12 Uhr die Versammlung aufzulösen. Dabei kamen auch Wasserwerfer zum Einsatz. Der Brandenburger Staatsschutz hat am Dienstagvormittag die Villa des antisemitischen Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann im Landkreis Barnim durchsucht. Grund war ein Gerichtsbeschluss zur Gefahrenabwehr, dessen Grundlage die Vielzahl an Ermittlungsverfahren, die gegen Hildmann laufen, sind. Hildmann wird unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seien mehrere Laptops, Handys, SIM-Karten, Festplatten und USB-Sticks sichergestellt worden. Spezialkräfte der Polizei haben in Berlin zwei aus Stuttgart stammende Linksextremisten festgenommen. Die Männer sollen Brandanschläge unter anderem auf Fleischfabrikanten Clemens Tönnes verübt haben. Außerdem sollen sie mehrere Drohbriefe mit beigelegten Patronen, Feuerzeugen und Grillanzündern verschickt haben. Ein solches Schreiben ging auch an die Geschäftsführerin der VBB, Susanne Henkel. Dem Tagesspiegel liegt ein Bekennerschreiben vor, in dem die Sprengung von Fahrkartenautomaten angekündigt wird. Die Berliner Polizei bestätigt die Echtheit des Briefs. Nach der Großrazzia im Zusammenhang mit dem Dresdner Juwelenraub fahndet die Polizei nach zwei weiteren Männern. Bei der Razzia am Dienstag, bei der rund 1600 Polizisten im Einsatz waren, wurden drei Tatverdächtige festgenommen. Zwei weitere verdächtige Clanmitglieder befinden sich auf der Flucht. Die Polizei veröffentlicht in einer Öffentlichkeitsfahndung Fotos der Verdächtigen. Unbekannte hatten im November 2019 aus dem grünen Gewölbe der Schatzkammer im Residenzschloss in Dresden Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen. In Berlin gibt es 1572 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Dienstagabend hervor. Aus den Zahlen geht hervor, dass es aktuell 19.273 aktive Fälle in der Stadt gibt. Weiterhin ist mehr als jedes fünfte verfügbare Krankenhausintensivbett mit einem Covid-Patienten belegt. Diese Corona-Warnampel steht auf Gelb. Weiterhin rot zeigt die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 227 Berliner angesteckt. Berliner können dieses Jahr ihre Weihnachtspakete an mobilen DHL-Paketshops im Freien abgeben und abholen. Dadurch sollen Kundenströme entzerrt werden und damit ein mögliches Infektionsrisiko mit dem Coronavirus minimiert werden. An der Vorstellung der sogenannten Paketbusse des Pilotprojekts in Neukölln nahm am Mittwoch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller und Bezirksbürgermeister Martin Hickel teil. Auch immer einen guten Aspekt in dieser schwierigen und angespannten Zeit, nämlich dass viele auch sehr kreativ sich überlegen, wie können wir denn nun mit der Situation bestmöglich umgehen. Angebote machen, die uns doch ein Stück Normalität ermöglichen und vor allen Dingen es uns auch ermöglichen, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, die wir alle brauchen. Der Gabenzaun für Hilfsbedürftige vor dem Einkaufszentrum Boulevard Berlin ist nun winterfest. Der Zaun, an dem man Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel für Bedürftige spenden kann, wurde im August eröffnet. In einer gemeinsamen Aktion des Center und des Bezirks wurde der Zaun nun für die kalte Jahreszeit vorbereitet. Gerade Corona ist für viele Menschen eine besondere Herausforderung.
Und deswegen sind sie umso mehr auf solche Gartenzäune angewiesen. Und ich unterstütze das als Bezirksbürgermeisterin sehr, sehr gerne. Zur Pflege und regelmäßigen Belüftung äußert sich die Center-Managerin des Boulevard Berlin. Also wir als Boulevard Berlin sind natürlich hier vor Ort. Wir werden da tatkräftig unterstützt von unserer Reinigung, die da ein wachsames Auge mit drauf haben. Und natürlich auch mit der Freiwilligen Agentur von Steglitz-Zehlendorf. Die sind auch regelmäßig mit Mitarbeitern hier vor Ort, sodass das wirklich eine super schöne Symbiose ist und wir hier allen aus dem Bezirk etwas Gutes tun können. Die Berliner Linke verschiebt wegen der Corona-Krise ihren für den 5. Dezember geplanten Parteitag. Als neuer Termin ist der 16. und 17. Januar geplant. Der Parteitag soll dann digital stattfinden. Kandidatenvorstellungen, Reden und Debatten werden online übertragen. Nur nötige Wahlen des Landesvorstandes sollen analog in den Bezirksbüros der Partei stattfinden. Zuletzt hatte die Berliner SPD bekannt gegeben, ihren Parteitag auf ähnlich hybride Weise digital abzuhalten. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Mittwochnacht ist der Himmel zumeist bewölkt. Es bleibt trocken bei Tiefsttemperaturen von 10 Grad. Donnerstags erwarten uns dichte Wolken am Himmel bei Höchsttemperaturen um die 12 Grad. Freitag kühlt es bei wenig Sonne auf 7 Grad ab. Der Samstag schließt sich dem kühlen Wetter vom Vortag an. Auch Sonntag erwartet uns weiterhin unbeständiges Wetter. Die Temperaturen steigen dann aber wieder leicht an. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.